Wir haben eine richtig krasse Ankündigung für euch. Und zwar starten wir nächstes Jahr unser eigenes Festival mit euch zusammen hier auf diesem riesigen Gelände. Wir haben ja schon einige Community-Events zusammen mit euch gestartet und die haben echt immer richtig viel Spaß gemacht. Schon ganz am Anfang, als Philipp und ich den YouTube-Kanal gestartet haben, war es unser großer Traum, einmal was richtig Gigantisches mit euch auf die Beine zu stellen. Ich finde, wir sollten mal ein Festival planen. Also falls ihr Bock auf sowas habt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann machen wir das vielleicht mal für, also öffentlich, damit jeder kommen kann. Das Ganze soll kein klassisches Musikfestival werden, sondern wir wollen hier zusammen mit euch im Real Life richtig coole Bauprojekte starten. Voll viele von euch schreiben uns ja immer, dass ihr auch Bock hättet, Sachen zu bauen, aber dass ihr nicht so den Platz oder eine richtige Werkstatt dafür habt. Und genau das wollen wir euch hier ermöglichen, dass ihr hier selber kreativ werden könnt. Das Ganze findet nächstes Jahr im Sommer statt. Uns war es aber total wichtig, euch jetzt schon davon zu erzählen, damit ihr eure Ideen mit einbringen könnt, was hier alles stattfinden soll. Wir haben natürlich auch schon tausende Ideen und was wir konkret geplant haben und wo wir hier überhaupt sind, das zeigen wir euch jetzt. Wir sind in der Arena von Ferropolis und hier bauen wir eine Rennstrecke hin, wo ihr mit euren Fahrzeugen richtig krasse Rennen fahren könnt. Das Gelände ist so groß, hier kann man echt jeden Scheiß machen. Bringt also unbedingt all eure verrückten Fahrzeuge und Erfindungen mit, damit wir sie hier gemeinsam testen können. Ich glaube, das Schönste an den Community-Events war generell, dass sich einfach so viele coole Leute kennengelernt haben, die alle Bock haben, was zusammen zu machen. Ich glaube, das wird auf dem Festival auch einfach richtig krass. Also es wird auf jeden Fall keine Duschen geben, sondern wir werden morgens alle zusammen hier in den See reinspringen. Ah, das wird richtig schön. Das Besondere an dem Gelände ist, dass es echt richtig vielfältig ist. Wir müssen auf jeden Fall an dem Strand ganz, ganz viele Boote bauen, am besten aus Badewannen. Und ihr könnt natürlich eure ganzen Stand-Up-Paddleboards alles mitbringen. Und ich habe richtig Bock, hier eine fette Wasserschacht mit selbstgebauten Wasserpistolen zu machen. Das Wasser hier ist auch richtig schön klar. Wir bringen auf jeden Fall unser U-Boot mit. Und generell packen wir ganz, ganz viele von unseren Bauprojekten ein, dann könnt ihr die hier alle testen. Auf der Insel gibt es außerdem einen großen Wald. Da fahren wir jetzt einmal rein und gucken mal, was wir für Projekte da starten können. Hier hinten in den Wald müssen wir auf jeden Fall eine kleine Offroad-Strecke reinbauen, wo wir mit ganz vielen Offroad-Fahrzeugen fahren können. Hier im Wald gibt es richtig viel Platz, wo wir Workshops anbieten können. Wir wollen, dass ihr hier ganz, ganz viele handwerkliche Tätigkeiten mal ausprobieren könnt. Dafür suchen wir auch noch Unternehmen und Betriebe, die Profis da drin sind. Wir wollen auf jeden Fall, dass am Ende vom Festival jeder von euch geschweißt, geflext und ein Projekt gebaut hat, das ihr mit nach Hause nehmen könnt. Also wenn eure Firma ein richtig cooles Workshop-Konzept hat und Lust hat, hier dabei zu sein, dann könnt ihr euch unter dem Link in der Videobeschreibung bewerben. Hier wollen wir auf jeden Fall verschiedene Projekte mit Holz machen. Ich hätte richtig Bock, so ein Stelzenhaus oder nochmal ein Baumhaus zu bauen. Das wird, glaube ich, richtig nice. Eins der schönsten Sachen an unserem Hilfseinsatz im Ahrtal fand ich am Abend immer, wenn alle Leute zusammengekommen sind und zusammen gecampt haben. Hier gibt es jetzt auch eine gigantische Fläche, wo nachher ein Campingplatz sein wird. Ich freue mich schon richtig drauf, da mit euch zusammen die Abende zu verbringen. Außerdem wäre es richtig cool, wenn hier noch ein paar krasse Aktionen stattfinden. Also wenn wir hier eine Offroad-Strecke hinbauen für Offroad-Fahrzeuge oder einfach ein paar Bagger und man ein bisschen graben kann. Also falls ihr eine Baggerfirma habt, ein paar Baggern, dann meldet euch auf jeden Fall. Was an diesem Gelände richtig besonders ist, ist, dass hier eine kilometerlange Eisenbahnstrecke liegt. Ich fände es richtig cool, wenn wir Fahrzeuge bauen, die hier fahren können. Vielleicht gebe ich meiner Dampfmaschine, die explodiert ist, nochmal eine Chance und baue die nochmal in riesig.
Die Fläche ist einfach so gigantisch groß. Hier überall wollen wir auf jeden Fall ganz verschiedene Projekte machen. Da könnt ihr einfach kreativ werden und alles machen, worauf ihr Bock habt. Auf dem Festivalgelände wird es auf jeden Fall auch einige Essensstände geben, damit ihr nicht verhungert. Wir werden auf Instagram noch eine Abstimmung starten, was es hier zu essen geben soll. Also stimmt da auf jeden Fall ab. Vielleicht bauen wir auch einfach unsere Männerküche auf und dann gibt's Rasenmähersalat. Du hast aber gar nicht getroffen. Hier ist einfach die Hälfte daneben geflogen. Auch wenn wir kein klassisches Musikfestival veranstalten, muss es natürlich trotzdem abends Musik geben. Ich fände es richtig cool, wenn wir zusammen mit euch hier eine riesige schwimmende Bühne bauen, wo am letzten Tag richtig die Post abgeht. Hey Alex, hast du Bock, bei unserem Festival aufzutreten? Hey Jungs, sowas von. Wir sind dabei. Let's go! Sehr, sehr geil. Gute Musik haben wir schon mal am Start. Wir freuen uns echt riesig, dass unser Traum vom Macherfestival jetzt endlich in Erfüllung geht. Wenn ihr genauso Bock drauf habt wie wir, dann könnt ihr ab jetzt hier Tickets vorbestellen. Wenn ihr noch Fragen oder Ideen rund um das Festival habt, dann schreibt uns die auf jeden Fall in die Kommentare. Wir werden dazu nochmal ein Q&A-Video aufnehmen auf unserem Vlog-Kanal und versuchen, alle eure Fragen zu beantworten. Außerdem haben wir ja den Instagram-Kanal gegründet, wo wir euch auch auf dem Laufenden halten. Vergesst den auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Wir freuen uns richtig, nächstes Jahr mit euch 4 Tage zu campen, richtig verrückte Sachen zu bauen und einfach den Sommer zu genießen. Bis dahin, ciao. Ciao. Ciao.